Und wenn man das widersprüchlich findet, gilt man als rechts. In den EU-Außengrenzen warten immer mehr Menschen auf Einlass, in der Mehrzahl Männer. Und von den meisten dürfte kaum zu erwarten sein, dass sie viel Interesse mitbringen für Frauenrechte, Schwulenrechte, Transrechte. Und niemand tritt vehementer dafür ein, diese Menschen alle einzulassen, als Linke, die sich auch für Frauen, Schwulen und Transrechte engagieren.